Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Miku starten könnt. Das Programm findet ihr unter Google. Wenn ihr das dann runtergeladen habt, sieht das ungefähr so aus. Dieses Miku-Miku-Moving-Exe müsst ihr drücken. Damit könnt ihr auch Videos aufnehmen. Ich finde es persönlich sogar noch besser, weil man da perfekt die Effekte reinarbeiten kann. Weil mit Miku Dance ist es ein bisschen schwieriger. Also ich habe da meine Probleme. Bei mir bewegen sich nämlich damit nicht die Effekte. Vor allen Dingen ist Miku perfekt, um die Filme aufzunehmen. Nur das Problem ist, es frisst einen Haufen Speicherplatz. So kann es zum Beispiel vorkommen, wenn ihr ein Video habt, wo 4 Minuten vielleicht geht, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt. Ich mache es immer auf Full HD, damit es eine schöne Bildqualität gibt. Kann es an die 20 bis 25, manchmal sogar 30 Gigabyte Speicherplatz fressen. Muss gerade mein Virenprogramm anhalten, weil es sonst nicht akzeptieren will. Das kann auch vorkommen. Ja, das weiß ich auch. So. Habt ihr das? Dann sieht es ungefähr so aus. Den Screen könnt ihr vergrößern oder verkleinern, ist euch überlassen. Unten links ist ein kleines Männchen mit einem Pluszeichen. Darauf müsst ihr drücken, um ein Model zu laden. Laden wir mal Vegeta. So, für den Tanz müsst ihr in der Leiste von dem Menschen mit dem Pluszeichen 1, 2, 3, 4 zu dem Menschen, wo gehen ist, auf dem Pluszeichen drücken. Damit ladet ihr die Emotionen. Das Verschieben der Figur ist teilsweise, finde ich, sehr knifflig. Aber manchmal geht's auch. Na, hier geht's zum Beispiel perfekt. Um die Figur zu speichern, ihre Position, müsst ihr hier unten auf diesen grünen Haken klicken. Damit speichert ihr die Position. Nun laden wir noch ein Model. Du sollst rübergehen. Wenn es nicht klappt, hier ist eine kleine Mülltonne. Darauf müsst ihr drücken, dann könnt ihr das wieder beheben. Wie gesagt, das haben sie ein bisschen bei diesem Programm ungeschickt gemacht. Machen wir es mal so. Nun den Hintergrund. Ihr seht unten links neben dem Menschen mit dem Pluszeichen einen Ring mit dem Pluszeichen. Damit ladet ihr den Hintergrund. Was nehmen wir?
Nehmen wir mal. Ah. Nee, so Platz reicht nicht. So. Ganz unten links ist eine Kamera. Da müsst ihr drauf gehen, um die Motionen für die Kamera zu laden. Darauf geht ihr, da ich für das nicht eine Kameramotion habe, nehme ich irgendeine. Uff. Nehmen wir mal die. So. Nun habt ihr das erledigt. Jetzt kommt die Musik. Von dem Menschen mit dem Pluszeichen bis zu dem Zeichen mit den Noten auf dem Blatt. Damit ladet ihr die Musik. So, nun fügen wir einen Effekt hinzu. Da finde ich dieses Programm viel besser. So, Effekt. Nehmen wir den Regen. So. Das wieder ein bisschen vorschieben. Wie bekommt ihr jetzt den Rand weg, diesen grünen Strich? Wenn ihr von den Menschen mit dem Pluszeichen bis, wann so, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das 11. Zeichen ist so ein weißes Karo, da müsst ihr draufklicken. Da verschwindet das. So. Um das Video aufzunehmen, müsst ihr in dieser Reihe auf der Filmspule mit dem Stift. Nebendran könnt ihr ein Foto machen. Da könnt ihr das auch einstellen. Aber jetzt zeige ich euch, wie das ungefähr aussieht. Hier, jetzt geben wir einfach mal Tanz ein. Wählen den Speicherort. Wie gesagt, ihr braucht eine Menge Platz für die Kapazität des Films. Bei Present ist die Qualität. Ich nehme mal HD 720 auf Start Render und aktiviere es. Wenn ihr das richtig gemacht habt, dann sieht euer Endprodukt. Ich habe ein anderes gemacht. Moment. Ah ja, hier ist er. Wie gesagt, ich diskutiere über Schwierigkeiten mit dem Laden. Im Moment zickt beim Computer. Hier hinten könnt ihr sehen, dass es in so einer Slideshow Stück für Stück aufgezeichnet wird. Das ist perfekt, um eine bessere Qualität zu erzielen. Da viele wahrscheinlich Probleme haben mit Hypercam oder mit anderen Aufzeichnungen, da der Ton zu schnell oder zu langsam geht und das Video viel zu schnell ist. Ist das die billigste und beste Alternative, um eine gute Qualität für einen Film zu liefern? Ich hoffe, ich konnte damit helfen.